Es ist das Dauerthema und bewegt fast jeden. Das Coronavirus hat inzwischen auch die Lausitz fest im Griff. Außerdem widmen wir uns heute den Frauen. Die Woche gehört nämlich Ihnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Im Minutentakt gibt es zum Coronavirus neue Meldungen. Die Lage spitzt sich in ganz Europa zu. Und die Zahl der Neuinfizierten steigt deutschlandweit immer weiter an. Inzwischen liegen die Testergebnisse von den Familienmitgliedern der an Corona kranken Senftenbergerin vor. Die beiden Personen, die mit ihr zusammen wohnen, sind gesund. Sie sollen trotzdem weiterhin zu Hause bleiben. Einen weiteren Verdachtsfall gibt es hingegen bei den Lausitzer Füchsen. Eine Person aus dem näheren Vereinsumfeld könnte sich mit Covid-19 infiziert haben. Ein Testergebnis steht noch aus. Am Karl-Thien-Klinikum gibt es währenddessen seit heute ein Quarantänezelt. Menschen, die vom Hausarzt als begründeter Verdachtsfall eingestuft werden, werden dort isoliert untersucht. Die Gesundheit ist aber nur ein Aspekt. Unter dem Coronavirus leidet langsam auch die Wirtschaft. Für einen Dienstagvormittag blickt Ronald Kalkowski auf eine gut gefüllte Lagune. Große Angst vor dem Coronavirus spürt der Geschäftsführer des Bades hier noch nicht. Einen leichten Rückgang an Besuchern kann er aber bestätigen. Es sind wohl Sorgen, dass das feuchte Klima ein Nährboden für Viren sein könnte. Diese seien aber unbegründet. Also eine Ansteckung oder Übertragung über das Wasser kann komplett ausgeschlossen werden. Das bestätigen uns auch Fachärzte. Eher im Gegenteil, das Chlor und Hitze sind eigentlich die natürlichen Feinde von Viren. Also die Chlorierung des Beckenwassers, dadurch sterben die Viren ab. Die Chlorierung oder die Wasserqualität wird von uns rund um die Uhr überwacht, kontrolliert. Auch in der Lagune appelliert man aber an die Einhaltung allgemeiner Hygienegrundlagen. Zusätzlich habe man die eigenen Desinfektionsmaßnahmen erhöht. Ansonsten sieht man die aktuelle Corona-Hysterie noch eher gelassen. Das geht aber nicht allen so. Gastronomen und Hoteliers fürchten wegbleibende Gäste. Produktionsstätten, die auf Zulieferungen aus dem Ausland angewiesen sind, müssen ihre Arbeit zurückfahren. Erste Messen in der Region wurden schon abgesagt. Um Arbeitgebern die Sorgen zu nehmen und die Wirtschaft zu entlasten, will die Bundesregierung deshalb morgen Änderungen beim Kurzarbeitergeld beschließen. Die Hürden werden gesenkt. Bisher ist es so, dass der Arbeitsausfall mindestens ein Drittel umfassen muss. Hier gibt es Erleichterungen, man senkt das ab auf 10%. Leiharbeitnehmer sind bisher auch ausgenommen aus der Kurzarbeitergeldregelung. Auch hier findet die Verbesserung statt, dass diese mit einbezogen werden können. Die SV-Beiträge können dann, wenn das Gesetz so verabschiedet wird, zu 100% übernommen werden. Also ich denke, das ist schon eine hohe finanzielle Entlastung für unsere Arbeitgeber. Für Arbeitgeber, die sich informieren wollen, wurde eine eigene Hotline eingerichtet. Unter der 0800 455 5520 können Sie sich über mögliche Hilfen beraten lassen. Rund um das Coronavirus gibt es natürlich viele Fragen. Die Stadt Cottbus hat eine Nummer eingerichtet. Unter 0355 632 339 erreichen Sie rund um die Uhr einen Ansprechpartner. Wichtig ist, dass Sie sich bei einem begründeten Verdacht zunächst telefonisch melden. Den Besuch beim Hausarzt oder in der Notaufnahme sollten Sie vermeiden. Das Coronavirus wirkt sich aber auch immer weiter auf das Leben in der Lausitz aus. Darum geht es vorrangig in den Kurznachrichten. Kein Besuch mehr in Tagebau und Kraftwerk. Die LEAG schließt ab sofort die Besucher- und Informationszentren in der Lausitz und Mitteldeutschland für die Öffentlichkeit. Auch der Besucherverkehr in die Tagebaue und Kraftwerke wird gestoppt. Damit soll eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus reduziert werden. Rund 65.000 Menschen besuchen die LEAG jährlich. Bei einem Mitarbeiter wurde das Virus bereits nachgewiesen, 21 weitere befinden sich aktuell in Quarantäne. Auch Festveranstaltungen und ein geplantes Freundschaftsturnier im Eishockey wird deswegen abgesagt. Fußballspiel auf der Kippe. Auch der FC Energie Cottbus befürchtet eine Spielabsage am Wochenende. Nach Angaben der Lausitzer Rundschau diskutieren die Verantwortlichen gerade über ein Spiel ohne Zuschauer oder sogar eine Spielabsage. Der FCE sei gerade in Gesprächen mit der Stadt Cottbus und den Fußballverbänden. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Eigentlich sollte Energie am Samstag den Berliner AK im Stadion der Freundschaft empfangen. Tarifunstimmigkeiten bei PWB-Beschäftigten.
Die Gewerkschaft Verdi fordert die Stadt Cottbus und den kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg zu Tarifverhandlungen auf. Ab 1. April übernimmt die Stadt Cottbus die 3 insolventen PWB-Kita in städtische Trägerschaft. Dabei werden die rund 100 Beschäftigten in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst übergeleitet. Laut Verdi soll dabei aber auch die bereits zurückgelegte Beschäftigungszeit bei der PWB anerkannt werden. Daraus ergeben sich nämlich verschiedene Erfahrungsstufen und damit auch verschiedene Entgelte. Die Stadt Cottbus verweist laut der Gewerkschaft an den kommunalen Arbeitgeberverband, der wiederum lehne Tarifverhandlungen bisher ab. Ein verdächtiger Brief ist heute Mittag bei der JVA Dissingen eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen war der Brief mit einer unbekannten Substanz getränkt. Diese könnte gesundheitsschädigend sein. Mit ihr sind 7 Menschen in Kontakt gekommen. Sie wurden daraufhin untersucht. Der Brief wurde sichergestellt. In dieser Woche rücken Frauen besonders in den Fokus. Es ist Brandenburgische Frauenwoche. Die ist deutschlandweit einmalig und anscheinend auch im Jahr 2020 noch nötig. Die meisten Führungspositionen werden nach wie vor von Männern besetzt. Das spiegelt sich auch in der Regierung wider. Im Brandenburger Landtag sind von den 88 Abgeordneten gerade einmal 28 weiblich. Und in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung liegt der Frauenanteil bei 26%. In bestimmten Ländern werden Frauen sogar massiv unterdrückt. In der Frauenwoche sollen all diese Themen in die Öffentlichkeit rücken. Mit diesem Weckruf ist die Frauenwoche eröffnet. Gezeigt wird die bekannte Choreografie der Lasthesis-Bewegung aus Chile. Eine Protestaktion, bei der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden soll. Auch die Cottbuser Frauenwoche beschäftigt sich damit, obwohl es dieses Jahr auch etwas zu feiern gibt. Die Frauenwoche hat ihr 30-jähriges Jubiläum. Eine Möglichkeit also, um auf die Anfänge zurückzublicken. Die beginnen bei der Initiatorin der Frauenwoche, Dr. Martina Grasse. Frau Grasse hatte die Idee, eine Frauenwoche einzuführen, hat dann mit der damaligen Sozialministerin der brandenburgischen Landesregierung, Regine Hillebrand, gesprochen. Regine fand es damals sehr, sehr gut und hat gesagt, na klar, es ist viel für die Frauen hier in der ehemaligen DDR sozusagen an Frauenrechten weggebrochen. Frauen hatten eine große Arbeitslosigkeit und andere Probleme, die auf sie hereinstürzten. Und da wurde dann mithilfe der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die es hier und da in den Kommunen schon gab, wurde die Frauenwoche initiiert. Unter dem Motto Zurück in die Zukunft geht die Themenwoche noch bis zum 17. März. Dabei wird sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft geschaut. Wie 1990 befindet sich die Region 2020 in einem Strukturwandel. Angelika Jordan beobachtet das ganz genau. Sie ist die diesjährige Schirmfrau. Als Studioleiterin des Cottbuser RBB-Studios ist sie in einer Führungsposition. Ich komme aus einem Unternehmen, wo 50% Frauen in mittleren und höheren Führungspositionen sind. Ich habe inzwischen eine zweite Intendantin. Und sowas wünsche ich mir in der mittleren und der oberen Ebene hier in der Stadt, in der Kommune und überhaupt auch in den Unternehmen. Das wäre mein Wunsch, weil der Blick von Frauen, die Sicht von Frauen, die lassen gesellschaftliche Prozesse ganz anders gestalten. Und die Energie und die Ideen von Frauen, die sie auch in der Familie haben, die können wir für gesellschaftliche Umbruchprozesse mitnehmen, unbedingt. Die Frauenwoche bietet das passende Podium dafür. 21 Veranstaltungen auf 12 Tage verteilt. Hier können Frauen Gespräche führen, Erfahrungen sammeln und ausführlich diskutieren. Großes Thema bleibt auch hier der umstrittene Abtreibungsparagraf. Kann zum Beispiel nicht sein, dass nach wie vor mit dem Paragraphen 219a, der nach wie vor Werbung verbietet für Schwangerschaftsabbrüche, also dass da auch überhaupt Frauen an Informationen rankommen, das Ding muss gekippt werden. Seit dem 6. März finden Begegnungen statt. Starke Impulse müssen für ein neues Jahrzehnt der Frauenpolitik geschaffen werden. Bei einigen Veranstaltungen sind wir mit dabei. Mehr von der Frauenwoche gibt es somit bei uns in den nächsten Tagen immer mal wieder im Programm. Dieser 64-Jährige wird vermisst. Er ist schwer erkrankt und wurde zuletzt gestern Vormittag gesehen. Der Mann wollte sich im CTK behandeln lassen, ist dort aber verschwunden.
Zu dieser Zeit hat er eine blaue Strickjacke, auf der sich eine norwegische Flagge befindet, getragen. Die bisherigen Suchmaßnahmen waren erfolglos. Sie können provokant, aussagekräftig, aber auch fragwürdig sein. Hinter Plakaten steckt eine ganz bestimmte Botschaft. Mal ist sie sofort zu erkennen, dann wiederum versteckt gehalten. Was aber alle gemeinsam haben, ist ein künstlerischer Aspekt. Beim Sternmarsch 2018 sind sie ins Auge gefallen, bunte, politisch motivierte Plakate. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst hatte sich damals bewusst für die provokante Aktion entschieden. Jetzt kehren die Plakate in neuer Form zurück. Bei dieser ersten Serie waren die Gesichter nicht unbedingt von Politikern. Wir haben aber jetzt hier für diese Serie von 2018, kann man eben unschwer erkennen, dass wir es teilweise mit Erdogan zu tun haben oder hier mit Herrn Gauland. Die Plakate vom Künstlerduo Various and Gold sind nur ein Beispiel von Plakatkunst, die in einer neuen Ausstellung im Museum zu finden sind. Diese trägt den Namen Kollektive Signaturen. Auf zwei Etagen verteilen sich Arbeiten von 12 Künstlergruppen. Mal von einem Duo, einem Trio oder gar eines ganzen Kollektivs. Die Werke kommen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz und zeigen einen Ausschnitt der Plakatkunst vom Ende der 60er Jahre bis in die Gegenwart. Interessant ist bei der Ausstellung, dass man einerseits Gemeinschaftsarbeiten sieht und aber eben auch Plakate, die eigentlich in der Einzelurheberschaft entstanden sind, aber mit einem Gruppennamen gekennzeichnet sind. Dazu gehören zum Beispiel Grapper Design aus der ehemaligen DDR. Die Gruppe orientierte sich bei ihrem Namen an einem der bekanntesten Grafikkollektiven aus Frankreich, Grapus. Die in den 70ern von drei Franzosen gegründete Gruppe prägte viele Kollektive in ganz Europa. Bis Anfang der 90er publizierten sie Grafiken. Auf einer ihrer letzten Arbeiten sticht ein weltbekanntes Augenpaar heraus. In diesem Plakat, neben diesen ganzen kleinen briefmarkenähnlichen Plakaten, die hier so geschrumpft sind, haben wir eben auch wunderbar hier einmal den Ausschnitt der Mona Lisa, die einen fixiert. Ein ideales Beispiel für die Ausstellung Kollektive Signaturen bietet die ostdeutsche Gruppe PGH Glühende Zukunft. Das 1989 gegründete Kollektiv zeigt in ihrem Plakat Heizperiode die unterschiedlichen Ansichten der Künstler. Wenn Sie sich das Plakat angucken, kann man das auch noch erahnen. Wir haben hier in diesem oberen rechten Teil, dieser Teil wurde von Henning Wagenbrett gestaltet, hier tatsächlich auch noch mit dem Namen gekennzeichnet, der linke Teil von Holger Fickelscherer und hier unten von Anke Feuchtenberger. Das Arbeiten miteinander ist in vielen Werken erkennbar. Die Künstler bringen sich in die Motive ein. Teamwork spielt dabei eine große Rolle. Man kann natürlich sagen, also, dass die erste Voraussetzung ist, dass man zusammenarbeitet, dass man sich erstmal sympathisch findet, dass man gewisse Übereinstimmungen hat, handwerklicher Natur und eben auch gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Und dass man dann aber auch in der Zusammenarbeit immer auch davon ausgehen muss, dass man sich streitet. Und das muss man eben auch aushalten können. Die vielschichtigen Ergebnisse der künstlerischen Zusammenarbeiten sind noch bis Anfang Mai im Dieselkraftwerk ausgestellt. Ein genauerer Blick lohnt sich. Ein ganz bestimmtes Bild gibt es nur am Donnerstag zu sehen. Und zwar eins, das 1945 von Kai Blechen verloren gegangen ist. Dieses kehrt in die Blechensammlung zurück. Wer dieses sehen will, der sollte am Donnerstag in die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Spree-Neiße kommen. Nur an diesem Tag wird das Gemälde öffentlich präsentiert. Und damit geht der Dienstag kunstvoll bei uns zu Ende. Aus gegebenen Anlass sind wir morgen am Kaltin-Klinikum unterwegs. Wir informieren uns über die neuesten Maßnahmen zum Coronavirus. Schönen Abend erst einmal, bis morgen und machen Sie's gut. Unterwegs mit grünem Strom.
Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostsee-Sportspiele 2020. Weinverkostung bei Toni. Die aktuellen Termine für die Frühlingsverkostung sind der 20. und 27. März um 18 Uhr. Bitte die Anmeldung nicht vergessen, wenige Restplätze sind noch vorhanden. Erleben Sie ungarischen Charme und ungarische Köstlichkeiten. Kommen Sie in die Weinkiste gegenüber der Sonnenuhr in der Berliner Straße 2. Die Post ist da. Einfach öffnen und da ist auch schon das Passwort. Die Familie Vogt hat sich vor kurzem bei der Online-Geschäftsstelle der Knappschaft registriert. Und jetzt haben sie alles, was sie brauchen, um loszulegen. Hier können die Vogts ihre Anliegen bearbeiten. Martin Vogt will Transparenz. Kein Problem, denn nun bekommt er Einblick in die Kosten für seine Behandlungen. Und Anja Vogt? Sie interessiert etwas ganz anderes. Genau. Und Glückwunsch! Mit dem Schwangerschaftskalender kann sie selbst ihren Geburtstermin errechnen, erfährt wichtige Informationen über die Entwicklungen und erhält Tipps und Tricks für den Schwangerschaftsalltag. Was macht eigentlich Hanna? Und wo ist ihre Gesundheitskarte? Nun gut. Auf Meine Knappschaft kann sie den Verlust mobil melden und eine neue beantragen. Nicht nur für die Vogts, sondern auch für alle anderen Versicherten bietet Meine Knappschaft wichtige und sinnvolle Services. Schauen Sie doch auch vorbei und registrieren Sie sich bei Meine Knappschaft. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.